Ich würde Ihnen gerne heute einmal zeigen, wie Sie am allerbesten Aluprofile, die Sie ja brauchen im Hause, wenn Sie gerade neuen Boden verlegen, wie Sie das am besten schneiden. Das können Sie selbstverständlich mit einer Eisensäge machen oder ich sag mal mit der Flex, aber das ist nie so genau und nie ordentlich genug. Empfehlen würde ich Ihnen dort eine Kappsäge. Und da auch ganz, ganz wichtig, Sie können irgendeine nehmen, also es muss jetzt nicht so eine sein. Und ganz wichtig ist aber, dass das Sägeblatt für Aluminium freigegeben ist. Also da bitte informieren Sie sich, wenn Sie eine Kappsäge haben, aber haben nur ein Sägeblatt für Holz. Bitte nicht. Also ganz wichtig an der Stelle, das Sägeblatt müssen Sie dann organisieren, dass das für Aluminium freigegeben ist. Ich zeige Ihnen das, wie gut das geht. Hier sehen Sie das, es gibt einen sehr sauberen Schnitt, es sieht nachher gut aus, weil das ja eine Oberfläche ist, die man immer sieht, sollte man halt zu so einem Werkzeughilfsmittel greifen. Das ist eigentlich auch schon das Ganze, was Sie zu beachten haben, Aluminiumprofile zum Schneiden. Nehmen Sie eine Kappsäge.